So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und das letzte Mal haben wir einige neue Level angeschaut und jetzt möchte ich mir auf jeden Fall mal das von Trivi anschauen. Das scheint nämlich länger zu sein und es scheint zwei Wege zu geben. Das heißt, wir werden uns hoffentlich beide angucken können. Ja, legen wir mal los, ne? Ich bin gespannt. Das hat sie für einen Contest gemacht bei irgendeinem Fuki. Wir werden sehen. Fire or Ice. Achso, also entweder hier. Ah ja, so entscheidet sich das. Dann gut, legen wir mal mit Eis los. Gut, und wir spielen Super Mario Bros. Das sollte ich mir schon mal merken. Das heißt, ich kann Shells nicht in die Hand nehmen. Oh Gott, der haut ab. Ich dachte, der fährt da. Nein! Okay. Das war interessant. So, fallen die runter? Nein. Keiner? Okay, keiner. Uah. Jetzt muss ich da hoch und dann muss ich da hoch. Und da, ah, ich sehe, dass die runterfallen. Die haben eine andere Farbe. Okay. So, das war Eis. Jetzt kommt ein normaler Abschnitt, der gleich bleibt. Beziehungsweise, ah ja, jetzt gehen wir wieder in Eis. Also wir gehen erstmal komplett Eis und dann gehen wir komplett Feuer. Ja, ich hasse diese Dinger. Okay. Oh boy. Oh boy. So, kann ich da unten stehen? Ja. So gesehen, ja. Okay. Oh Gott, was? Oh Gott. Okay. Da wäre mir Pilz wieder ganz recht. Dankeschön. So. Jetzt nicht den Pilz verlieren diesmal. Weil da haben wir festgestellt, den brauchen wir. Für diese komische Stelle da drüben dann. Oh, verdammt. So viel dazu. Okay, jetzt hoch und dann direkt rüber. Gut, so haut's hin. Ich hoffe, da oben kommt nicht noch einer. Nein! Da muss ich mittig. Oh Gott. Alles klar. Da muss ich mittig hin. So, komm her. Also, Pilz behalten wir optimal. Pilz behalten wir optimal. Das Gute ist, bei dem Feuerweg werden wir auf jeden Fall nicht die komische Eisphysik haben. Es kann eigentlich nur besser werden. Was die Physik angeht. Oh mein Gott, ich krieg's nicht hin. Kann ich hier stehen? Kann ich. Ach, verdammt. Und jedes Mal, wenn ich getroffen hätte, dann schaffe ich es erst, ne? Ja, toll. Weil ich ein kleiner bin. Verstanden. So, jetzt passt das. Dann könnte ich direkt mit dem da hoch. Und jetzt bleiben wir mittig. Wir bleiben mittig. Wir sind nicht mittig geblieben. Okay. Oh mein Gott. Das war ja komplett dumm. Oh, diese Eisphysik. Lass mich in Ruhe. Das wäre halt... Bros alleine nicht schon schwerfällig genug, muss Nintendo da auch noch eine Eisphysik einbauen. Okay. Nein, ich bin so eine Nuss. Ich will den Pilz einfach nicht behalten hier an der Stelle. Will ich einfach nicht. So, mittig. Okay, neuer Anlauf, den Pilz zu behalten.
Ich will den einfach nicht behalten. Ach Mann. So, mit Dick bleibt. Nein, der geht doch wieder. Menno. Es gibt's. Ich krieg's nicht hin, den Pilz hier zu behalten. Ich krieg es einfach nicht auf die Reihe. Aber ich würde jetzt halt gern mal da oben durchkommen. Dankeschön. So, und was kommt jetzt? Eine Röhre. Oh, was? Sick. Also zwei Räume, okay. Dann schauen wir uns mal die Feuerräume an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die schlimmer sind als die Eisräume. Außer da sind auch wieder die Wirbelwinde. Ich hasse die Wirbelwinde. Ich hasse Wirbelwinde und Eisphysik. Oh, ja gut. Da war jemand noch schlechter als ich, alles klar. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal mit Feuer an. Das sieht doch schon eher nach was aus, was ich spielen möchte. Ja, das war doch cool. Kein Vergleich zu vorher. So. Schau mal, was hier kommt. Okay. Ah! Den habe ich nicht. Damit habe ich nicht. Hätte ich rechnen können, aber habe ich nicht. Oh boy. Okay. Nein! Ah, das habe ich nicht bedacht. Mist! Mist! Mist, aber das wird deutlich einfacher sein. Mist. Aber ich hab's nicht bedacht. Ach, Manno. Nein, ich hab's schon wieder verkackt. Den an der Stelle verlieren ist echt ungünstig. So, jetzt muss ich hier warten. Jetzt kann ich durch. Oh nein, das wäre das Ende gewesen. Oh, das wäre so eine super Zeit geworden. Ah, ärgerlich. Okay. Aber gut, dann kann man den Rekord immerhin noch locker brechen, der aufgestellt ist aktuell. Das ist doch auch in Ordnung. Gut. Sehr schön. Passt. So. Jetzt, was haben wir denn hier noch alles Neues? Ach warte, da ist ein neues Trax-Level auch gewesen, ne? Ah, und Luzi hat auch was Neues gebaut. Dann machen wir erstmal Luzi, weil Trax hatten wir erst. Machen wir erstmal Luzi. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab Angst. Was kommt denn jetzt wieder? Diese Clear-Quote, ne? Uff. Oh, mit Wind. Oh ja. Ich hoffe, der ist nur außen. So als Deko oder so. Ist hier irgendwas? Nein. Da geht's dann nur hoch, wenn ich ein Springboard hätte oder sowas. Ah, kein Wind. Danke. Sehr gut. Dann mag ich das schon mal als Deko-Element sehr. So. Das war blöd. Oh, wait, ich muss darüber. Und da ist so ein komischer Kapuzenheinz. So, weg damit. Da hinten will ich gar nicht hin. Sind nur für Coins und die brauchen wir ja jetzt nicht. Oh Gott, was?
Ah, da wäre vielleicht ein Pilz gewesen. Okay. Jetzt nicht unruhig werden. Gut. Oh, das ist gemein. Oh, der ist gemein. Nein, jetzt... Oh, das... Nein, der kommt immer genau... Oh, das gibt's doch nicht. Ja, aber... Nein, ich... Ah, oh, wieder nicht rechtzeitig gemacht. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Gott, das war eine dumme Stelle. Bitte nicht nochmal. Das geht klar. Kann ich da einfach? Ich habe Angst, ich traue mich so. Ach, sowas sollte ich nicht machen, glaube ich. Ich glaube, das ist riskant. Kann ich da einfach runter? Oder ist da irgendwas gefährlich? Okay, da kann ich einfach runter. Nimm! Entschuldigung. Oh Gott. Das hat gerade mein... Oh. Können wir da bitte ein Achtungsschild oder so... Oh, Mann. Oh, das war gemein. Ja, das war blöd. Oh, das war... Oh, das da unten ist ja mies. Ich dachte, das ist eine Röhre, die ich rein soll. Kommt da eine Bombe raus? Hätte ich das irgendwo... Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo ran hätte erkennen können. Falls ja, dann ziehe ich auf jeden Fall meine Kritik gleich zurück. Ach! Komm schon. Ja, tschüss. Okay. Ah, Mann. Der nervt mich, da will ich schnell durch. Weil ich will hier kein Pilz verlieren. Ah, nevermind. So, jetzt gucke ich aber diesmal darüber. Weil da scheint ja auch wieder ein Pilz zu sein. Sehr gut. Gut, gut, gut. Alles in Ordnung. Und dann kann ich doch jetzt hier einfach direkt runter. Ach nee, konnte ich nicht. Ich bin ja doof. Ach, jetzt ist er wieder weg. Toll. Muss ich wieder die doofe Stelle hier so machen. Sheesh. Das war zu bald. Ah, ich weiß, wie ich es mache. Ich weiß, wie ich es mache. Ich habe das falsch angegangen. Ich habe die Stelle falsch angegangen. Moment. Ich habe eine Idee. Seht zu und lernt. So. Aber lernwillig ist ja leider kaum noch jemand. Ach, komm schon. Da sprach übrigens der Lehrer Frust. es ist ein Weg. So. So. Gut, geh weg. Dankeschön. Geh weg, dankeschön. Und jetzt machen wir keinen Quatsch mehr. Sondern fahren einfach weiter. So. Und jetzt haben wir den Pilz auch noch. Hurra. Und jetzt zeige ich euch, wie die Stelle funktioniert.
Weil ich war ja doof. Man lässt das Ding einfach viel eher runter. Und dann kann man ja einfach runtergehen, wenn es soweit ist. Mensch. Ah. Ja, und dann ist man halt wieder blöd. Das geht natürlich auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte schon, ich mache wieder Quatsch. So, und jetzt kommt hier eine Bombe raus. Woher soll ich das wissen? Was? Und warum will ich die kaputt machen? Und wie mache ich das jetzt? Ach so. Weg mit dir. Gib mir den. Gib mir den. Ah, jetzt will ich hier unten weiterbauen, ja? Nein! Gottes Willen, bin ich gerade erschrocken. Eieiei. Hä? Hä? Ja, und jetzt? Ja. Ich hab's verstanden. Oh mein Gott. Ich will nicht noch mal eine Bombe dahin werfen. Dankeschön. Oh, yes. Oha, jetzt krieg ich eine Feder. Ach so. Ja, okay, verstanden. Ja, das war nix. Oh, Himmel, hilf. Nein, das war auch nix. Geht das zeitlich noch? Das sind doch da li... Oh! Na, komm mit. Na, reicht nicht. Jetzt killt er die. Oder auch nicht. Ah. Ich weiß, ich könnte ihn durchlaufen lassen, aber ich habe keine Geduld. So, danke schön. Das war der schwerste Schritt. Der Rest ist einfach. Weil jetzt ist da ja eine Lücke. Dann ist da die nächste Lücke und so weiter und so fort. So. Jetzt ist da die letzte Lücke. Meine Herren! Jetzt werde ich gleich an irgendwas sterben und dann darf ich alles nochmal machen. Yeah! Geil. Okay, aber es ist schön designt, das muss man schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich da zuschauen will, wie er das immer weiter kaputt macht. Ich glaube nicht. Ich habe nur ein bisschen Angst vor irgendwelchen Sachen, mit denen ich nicht rechnen kann. Aber bisher ist es fair. Nur, dass ich die Feder jetzt nicht habe, ist doof. Ich glaube, die Feder sollte ich haben, ne? Weil sonst komme ich da oben ja nicht... Weiß es nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, in der Mitte bin ich safe. Und dann darüber. Oh, gut, dass der nicht kam. Jetzt müsste doch eigentlich gleich wieder oben sein, eigentlich. Was ist da? Oh, shit. Oh, shit. Hätte ich das gewusst, hätte ich nur einen aus... Oh, Mist.
Wenn ich es jetzt nämlich verhaue, mein Gott. Ich verhaue es einfach nicht. Okay, cool. Ich löse jetzt nichts mehr aus. Ich habe Angst, dass da nochmal Federn drin sind. Wait, ich soll hier hochfliegen, ne? Okay. Oh nein. Können wir hier einfach raus? Können wir nicht. Wait, aber was soll ich denn jetzt? Soll ich da runter? Ah, was? Nein! Ungünstig. Jetzt sind wir draußen. Jetzt kommen wir... Oh mein Gott, jetzt kommen wir wieder raus. Wenn ich den Sprung hier hinkriegen würde. Okay. Jetzt die Feder behalten. Na, oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn ich jetzt die Feder verliere, ne? So, jetzt sind wir im Prinzip draußen. Ja, und jetzt kann ich da oben hochfliegen. Oder was? Ja. Oh nein. Oh yes. Nein, 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 nein. Wir speichern hier erstmal. So. Oh Himmel. Okay, was kommt jetzt? Jetzt kommt eine Flugpassage oder was? Oh Gott, ich bin noch nie vernünftig in Maker geflogen. Ja, das war's dann auch damit. Na, das war's jetzt. Ja, okay. Aber dann ist die Zeit immerhin resettet. Alter. Das Level hat's in sich. Wow. Aber cool designed. Richtig cool designed. Da muss ich schneller. Das war es jetzt auch wieder. Da komme ich nicht mehr raus. Okay, der Flugpad wird interessant. Der Flugpad wird sehr interessant. Noch dazu mit dieser Physik von dem Sandsturm. Ich komme nicht noch höher. Wie soll ich denn noch... Oh mein Gott. Ich versuch's ja... Oh, yes! Boah! Das war cool. Das war richtig cool. Holy moly, war das gut. Rasierer! Rasierer hat das Inferi-Level einen neuen Rekord beim Inferi-Level. Was? Willst du mich foppen? Wie viel? Ja, das ist alt. Ja, das ist alt. Kann man das bitte aktualisieren? Dass ich das nicht... Also, dass sich das nicht automatisch aktualisiert, finde ich schon interessant, ne? Warum schafft er denn das nicht? Muss ich das erst hier machen? Ja, 109. Und wie viel hatte ich? Wie viel hatte ich? Sehe ich das noch? Sehe ich das überhaupt noch irgendwo? Nö. Oder ist das meine 1,54? Ist das meine Zeit? Warte, und der hat das in 1,09? Yo! Rasierer, du bist sick. Aber Respekt, nice. Der baut ja auch, denn das ist ja der Typ, der hier die Kaiso von Noobsdinger baut. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, schaffen wir noch das Twax-Level? Das Twax-Level schaffen wir noch. So, jetzt hat man zwei coole Level. Jetzt hat Twax auch mal ein cooles Level gebaut. Pass auf. Also, Twax baut immer coole Level, aber, ne? Schauen wir mal. Baby Star Lethard. Oder Lethard, oder keine Ahnung. Okay, also wir sind in der Bros 3 Dings und... What?
Oh mein Gott, ich bin überfordert. Was? 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 Hilfe. Überall sind Linien. Und an manchen Linien fliegen Sachen rum. Und an manchen wieder nicht. Oh Gott. Okay. Die Münzen interessieren mich nicht. Ich will nur nicht in das Feuer. Oh Gott, da war ein anderes Feuer. Ach du Schande. Und das ist erst der Oh mein Gott, Twakes. Wie soll ich denn da durchkommen? Wobei, das hatte gar nicht so eine schlechte Abschlussrate, ne? Vielleicht gewöhnt man sich dran mit der Zeit. So viel dazu. Okay, ich gehe einfach ganz schnell da durch, dann... okay. Sind irgendwo, I guess. Ach Gott, ich überall werde ich getroffen, Mann. Es ist irgendwie so ein. Es gibt mehrere Wege. Oh mein Gott, muss ich jetzt hier diese zwei. Was? Was sind das denn für Sprü. Oder kann ich auf den. Kann ich auf den Blöcken stehen? Ah, okay. Das wäre jetzt irgendwie komisch gewesen. Oh, nice! Oh mein Gott, so schnell ein Checkpoint. Twakes. Bist du krank? Oder bin ich einfach nur gut? Nein. Da fliegt ein Pilz. Ich will hier nicht mit den Pilz. Ah, okay, dann hole ich mir nicht den Pilz. Dann reiten wir jetzt Wolken. Okay. Wir reiten hier drüben auch Wolken, oder auch nicht? Okay. Aber den Pilz würde ich mir gerne mitnehmen. Ach, der Pilz fährt gar nicht auf einer Linie. Ach doch, der fährt auf einer Linie, da hin und her. Aber, oh. Hab's gesehen. Aber warte, ich muss hier gar nicht springen. Muss nur hier. Was ist denn jetzt mit den Wolken? Die haben es ja komplett kaputt synchronisiert. Aber gut, ist in Ordnung. Ist da ein Pilz drin? Yes! Gib mir das. So, jetzt muss ich wieder das Wolkentaxi nehmen. Oder ich verkack's. Komme ich da noch? Ah, ich komme da noch raus. Okay, alles gut. Alles gut. Und dann ist da drüben wieder so ein Feuerdings. Da gehe ich jetzt durch. Oh Gott, Hilfe. Gut, dann sind hier Feuer. Da gehe ich jetzt runter. So, wenn es so kleine, so wenige sind, dann geht das ja klar. Das war wirklich nur der Anfang, der einen komplett überfordert. Oh mein Gott, bin ich doof. Der einen komplett überfordert hat. Röhre. Okay. Noch ein Checkpoint. Was ist das denn? Oh nein. Okay. Aua. Also einfach stehen bleiben ist schon mal keine Option. Oh Gott. Krieg ich einen Pilz? Danke. Oh mein Gott, es kommt hoch. Ja, das. Ich gehe einfach mal weiter. Die tun nix. Okay. Ich gehe einfach mal weiter, weil... Oh, Mist. Aber man kann an dem Ding erstmal... Man kann es erstmal ignorieren. Okay. Man kann es erstmal ignorieren. Man braucht es eigentlich. Wo habe ich das jetzt wirklich gebraucht, effektiv? Ah ja, hier, um an den Swamps schon mal vorbeizukommen. Wie spricht man die eigentlich aus? Ich habe jetzt ja... Ich gucke ja verschiedene Leute. Die einen sagen Swamp, die anderen sagen Twomp. Wie spricht man das denn offiziell aus? Das ist doch so ein TH eigentlich, so ein F. Ich kann halt kein Englisch aussprechen. Englisch kann ich schon. I can very good English. Ach man. So. Können wir jetzt einfach nicht. Aua. Ah, hier brauche ich die auch noch. Sonst komme ich da nicht drüber. Okay, so, und jetzt kann ich mir hier den Pilz gönnen. Und wenn ich jetzt schneller... Mist. Aber wenn ich da schneller durchkomme... Dann... Ah! Dann muss ich den erstmal nicht mehr berücksichtigen. Jetzt gucken wir mal, wie weit das führt. Uff.
Warte, ist es vielleicht schlauer zu warten, bis der da unten ist? Ja. Wenn man dann halt nicht dumm ist. Ja. Wait, was ist da oben? Ne, da gehe ich jetzt nicht hin. Ist egal, ist egal. Da oben könnte ein Secret sein, aber da rennen wir jetzt nicht hin. Habe ich jetzt keine Lust zu. So, wie gesagt, wenn man nicht dumm ist, ist es gut sinnvoll, später hinzuspringen. Aua. Bin ich trotzdem wieder da reingerannt. Aber jetzt erwische ich den hier nicht mehr. Ah, doch. Ah, jetzt bin ich trotzdem. Bin ich trotzdem wieder an der Stelle erwischt. So, jetzt aber. Okay, der Sprung ist gar nicht so simpel von da oben aus dem Stand. Ah, jetzt habe ich es doch geschafft. Komme ich da schnell noch? Ist da oben was? Nein, da ist nicht mal was. Oh. Ich wurde ausgetrickst von mir selbst. So. Aber da kommt jetzt trotzdem... Okay, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Oh, jetzt haben wir mal den Pilz behalten. Was ja nichts bringt, weil ich ja hier eh einen neuen bekommen hätte. Oh gut, wenn ich jetzt getroffen werde, kann ich den wieder nehmen. Jetzt nicht mehr. So, die Dinger tun ja eh nichts, haben wir festgestellt. Okay, es ist schon deutlich einfacher, mit dem Ding hier durchzufahren. Muss man mal zugeben. Aua! Da hätte ich jetzt runtergemusst anscheinend. Okay. Ah! Hoch! Oh Gott! Oh yes, gib mir den Pilz. Brava Twix! Hilfe! Oh Gott, da ist so viel los! Oh Gott, da ist so viel los! Überall Feuerpflanzen. Dieser Block, der rum die durch die Gegend fährt. Und dann noch die anderen Blöcke. Oh Gott. Okay, was ist das für ein letzter Abschnitt hier? Zumindest vermute ich, dass es ein letzter Abschnitt ist. Es fühlt sich wie ein letzter Abschnitt an. Ich meine, wir hatten schon zwei Checkpoints. Es ist dann auch mal wieder gut. Und das muss er wieder alles am Stück schaffen. Um das hochzuladen. Wie? Wie macht man das? Wie wird man so krass? So. Diesmal gehen wir runter, ja? Habe ich verstanden. Gut. Jetzt habe ich auch meinen Pilz noch. Aha. Na gut, den hatte ich ja hier wieder zurückbekommen, aber... Diesmal werden wir uns hier auch nicht... Ah, okay, wir lassen uns hier treffen. Ist aber egal. Oh mein Gott, nein. Was ist das hier? Was ist das hier? Ich will das nicht. Das ist auch so eine Wartesequenz wieder. Mäh. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, lass mich... Oh mein Gott. Gut, es ist egal. Ich kriege hier eh den Pilz. Aber uff. Oh nein, jetzt schießt die wieder. So, jetzt hier mein Schutzschild. Offizieller Schutzschild gegen doofe Pflanzen. Einmal ducken. Und einmal runter. Und einmal rüber. Und einmal hoch. Und einmal nicht treffen lassen. Und einmal hier auch nicht treffen lassen. Mist! Und jetzt? Okay, und jetzt? Röhre! Und jetzt? Oh mein Gott, ja! Was ist da noch? Ich habe Angst. Leben, oder was? Ah ja, okay, cool. Gut, 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 gut. Ciao, Kakao. Uff. Sheesh! Ja, das waren doch coole Level, die wir jetzt hatten in dem Part, ne? Lauter coole Level. Angefangen mit Trivi, dann kam Luzi Putzi und dann kam noch Twakes hinterher. Sehr schön. Das wäre sogar ein Rekord, an dem man rangehen könnte, wenn man den letzten Part einfach automatisch hinkriegt. Ja, genau. Gut. Uff.
Okay, cool. Gucken wir mal kurz nach unserem eigenen Level. Das ist ja gar nicht hier. Warum aktualisiere ich denn da? Ich komme jetzt da wieder hin. Y. Hochgeladene Level. Ach ja, Count hat gesagt, wenn da ein Kommentar ist, von wegen, er findet die... Ja, die Coinblöcke, dann soll ich den löschen. Ich kann den Kommentar nicht löschen, Count. Ich kann ihn nur melden. Weil er wollte die Notenblöcke schreiben. Gut. Naja, man kann hier mit dem Cape fliegen an der Stelle, die du meinst. Aber man muss nicht. Die Blöcke, die ich eingebaut habe, sind eigentlich nur, dass man sich nicht komplett, verdingsigt. Aber ich bin echt unzufrieden mit dem Mist, den ich da gebaut habe. Ich hoffe, ich werde demnächst mal was Neues bauen. Und dann einfach mal was Normales. Einfach mal was stinknormales. Was stinknormales. Warum muss ich denn so ein Schwachsinn bauen? Das verstehe mich immer nicht bei solchen Sachen. Aber gut, was soll's. So. Ach so, wir haben ja auch noch den Abenteuermodus, ne? Vielleicht werden wir dann im nächsten Part mal wieder Abenteuermodus angehen. Denn ich muss sowieso ein bisschen vorproduzieren. Es könnte sein, dass ich jetzt wieder ein paar Wochen habe. Quatsch, Wochen nicht, aber... Ach guck mal, 73%, so viel fehlt ja auch gar nicht mehr. Wobei ich glaube, es gibt mehr Aufträge, als es nötig ist, um das Schloss zu bauen, ne? Ich glaube ja, aber ich würde schon gern alle Level spielen mit der Zeit. Naja, wir werden sehen. Danke an der Stelle fürs Zuschauen und tschüss.